Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Die Reise beginnt. Ja, aber eine wichtige. Wow. Wie ist das denn passiert? Aber ich habe die Spielzeuge nicht. Mir fehlt ein Spielzeug. Ich weiß nicht, wo das ist. Atreus, komm her. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich bin mir sicher, das muss hier in dem Gebiet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das woanders liegt, weil das war ja Teil der ersten Mission. Ziele. Genau hier. Ja, woanders können sie ja nicht sein, weil der Junge war ja noch nirgends anders als hier. Das heißt, die Spielzeuge müssten eigentlich hier in der Gegend sein. Aber mir fehlt eins. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hier kann ich nicht mehr durch. Aber vielleicht liegt es jetzt hier auf dem Weg, wenn ich Glück habe. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Allein. Verstanden? Verstanden. Wow. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Kurze Anmerkung, ne? Dieser Trizeps. War das schon immer hier? Okay. Okay, hier ist jetzt wieder Erkundungszeit. Hilf mir mal darauf. Dann sehe ich mehr. Was soll dir darauf helfen? Ja, ich muss doch erst gucken. Junge.
Ich frage mich, ob in so random Gegenständen, die man zerschlagen kann, auch irgendwas drin sein kann. Okay. Das war Eingebung. Okay, die Brücke ziehe ich ihm rüber. Geh. Geschafft. Mister! Junge. Jawohl. Okay, jetzt ist nur die Frage, ist da vielleicht irgendwas? Das wäre halt jetzt ultra assi, ne? Wenn man da ultra gut getimt diese Brücke treffen müsste, aber das glaube ich nicht. Aber man kann. Moment! Wie kommst du jetzt rüber? Man kann das Ding ja einfrieren, ne? Okay. Ist nicht dafür gedacht. Ja, und nun? Da hinten läuft ja tatsächlich was, ne? Kann ich... Wie stelle ich das denn jetzt an? Oder sollen wir den Brückenabschnitt hochklettern? Na, das kann sein. Nee, das geht auch nicht. Oder sagt hier, komm, Vater, was? Moment. Da komme ich aber auch nicht hoch. Ja, wo lang denn, Junge? Wo lang? Da kann man ja nicht hochklettern. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Das hilft nicht. Wir sollen hier drüben sollen wir hoch. Da bin ich jetzt ein bisschen. Ja genau, ha.
Wie komme ich denn jetzt da weiter? Sehe ich irgendwas nicht? Hier will er nicht hoch, oder? Ich muss die Brücke irgendwie festkriegen. Bin mir fast sicher. Das ist der einzige Weg, weil hier will er nicht hochklettern. Da oben leuchtet was. Hier geht's lang. Ich bin echt ein bisschen überfragt gerade. Wie soll das denn gehen? Irgendwas übersehe ich hier, aber was? Ich habe jetzt keinen Gamebreaker oder sowas. Sieht aber fast so aus, weil ich habe ja nichts mehr, was ich anklicken kann. Ich habe keine Option mehr. Ist die Brücke durchgängig? Nee. Auf geht's! Ja, ich will ja so einen Mann, aber ich denke mal, ich soll ihm hier hochhelfen. Oder ich muss hier klettern, aber ich sehe nichts zum Klettern. Stimmt irgendwas mit dem Game nicht, glaube ich. Das ist ein Gamebreaker. Ich komme hier nicht weiter. Sekunde.
Ich muss jetzt einfach mal vom Kontrollpunkt neu starten, weil ich weiß nicht, was jetzt da das Problem ist. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Der Kontrollpunkt müsste ja relativ nahe liegen. War das schon immer hier? Hilf mir mal darauf. Dann sehe ich mehr. Hep. Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Okay. Kannst du mich runterlassen? Geh. Geschafft. Junge. Jawohl. Moment. Wie kommst du jetzt rüber? Oh, die Kiste ist trotzdem leer. Okay. Also wir müssen da drüben weiter. Das ist schon mal klar. Ich komme hier aber nicht hoch. Also doch kein Gamebreaker. Aber so schnell kann ich die Axt da nicht hinwerfen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dazu gedacht ist, weil sonst könnte man das Ding ja nicht einfrieren. Was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich. Ach so, ich kann die Axt doch werfen, während ich das Ding festhalte. Oh mein Gott. Oh. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, ich muss ihn das Rad loslassen. Okay. Kein Gamebreaker, es tut mir sehr, sehr leid. Wir können weiter. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen Sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Den Rückweg markieren. Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn?
Komm. Wir schauen nach vorne. Hat die verstorbene Frau irgendwas damit zu tun? Dass uns der Typ überfallen hat und so? Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Wenn wir angreifen? Sehr praktisch. Ganz schön kribbelig. Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Okay. Ist ja hilfreich. Na, dann ist ein Heilkristall, den brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Yeah. Wir haben auch wieder vollen Rage. Das heißt, wir können auch wieder abgehen. Bei nächster Gelegenheit. Da soll noch hochklettern.
denke ich mal. Ja, von hier kamen wir. Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr weiter. Dann können wir weitergehen. Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Ja, wenn man sagen muss, das Tempo gebe ich vor mit meinem Tastendruck. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Das erste Mal, dass er was zu einer Truhe sagt, ja. Hells Berührung, leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß an Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Okay. Wahrscheinlich ein Cooldown. Ich glaube, hier kommen wir durch. Hat leider ein Cooldown. Wäre cool, wenn man den spammen könnte. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Ah! Wow. Liegt hier noch irgendwas? Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! Oh nein. War gar nicht so schlimm. Augen auf! Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Denk dran! Präzision geht vor Tempo! Weiter
Und tschüss. Das war der letzte. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Ah, dieser Runenangriff, der macht so viel leichter, gerade wenn man so viele Gegner auf einmal hat. Das hat schon nice hier. Zack. Das macht Spaß. So, hier stehen wieder Runen. Sollen wir mal kurz gucken. Hier sollen wir wahrscheinlich dann weiter irgendwie. Dass wir nichts vergessen. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Ja. Da ist etwas! Etwas bricht durch die Mauer! Nein, ich bin tatsächlich down, scheiße. Verdammt. Da oben ist etwas. Etwas bricht durch die Mauer. Alter, ey, das ist echt hart jetzt. Die halten voll viel aus. Oh, verdammt. Jetzt häufen sich die Tode.